Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und warum sind wir hier? Naja, guckt euch das Ende der letzten Folge an, dann wisst ihr es. Oh. Ich brauche gut Waffen. 15. 4,6 mal 7 ist halt das Problem. Munition. Das ist ein bisschen brutal alles hier. Das hat gar nichts gemacht. Caesar hat ihren Tod. Ja. Mach das ruhig. Ich versuche mein Bestes. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Oh. Hi. Oh Gott. Oh Gott, die haben so einen Metallhelm. Der bringt. Oh oh. Warte mal. Das ist nicht mehr normal. Ich will hier runter. Hilfe. Edi fliegt da hinten rum. Da. Was? Was? Wer schießt denn jetzt noch? Ich bin freundlich. Ich sagte, ich bin freundlich. Ihr müsst nicht auf mich schießen. Ihr wird gleich sterben, das weiß ich jetzt schon. Tach. Das will ich nicht, dann muss ich wieder neu laden. Ne. Ich kann ja auch jetzt schon neu laden, weil das bringt gar nichts. Vor allem die Kacke ist, dass Eli nicht kommt. Weißt du, das ist wie in Skyrim. Die Begleiter bringen nichts, wenn sie 10 Kilometer entfernt sind. Dann bringen die gar nichts. Bist du das? Ah ne, du bist das nicht. Lultus. Interruptus oder wie du hießt. Okay, also die Waffe bringt schon mal nichts. Habe ich irgendwas Panzerbrechendes? Nein. Besser als gar nichts. Peng. Bitte Peng. Ich brauche ganz dringend Hilfe. Ein Super Stimpack. Ist besser als gar nichts, glaube ich. Oh. Oh. Vielleicht bringt's ja was. Oh ja. Wieso direkt sowas? Eigentlich zu Anfang der Folge. Oh oh. Hey, 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 nicht auf ihn. Kann ich nicht irgendwie die Waffe kaputt schießen? War da nicht was? Komm schon. Meine ich doch. Das geht. Ey, 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 ey. Ich will auch nicht so viel Muni verbrauchen für die.
Haben wir es? Verhasst. Da die Leute nur wissen, dass sie böse sind, werden sie von den meisten einfach nur gehasst. Das war nicht, was ich erwartet hatte. Zu Beginn der Folge. Habe ich Hunger, Durst? Nein, Durst, ja, aber nicht Hunger. 50, also 2 etwa. Oh ja, die Rüstung. Warum bin ich so überladen? Wahrscheinlich bin ich verkrüppelt, ne? Hä? Oh, ich habe immer noch zu viel, okay. Ich hasse es, diese ganzen Hülsen mit mir rumzutragen, ne? Schrecklich. Ich bin nochmal hadern. So, 10 mm, 10 mm Pistole, aufbereitetes Wasser, Geld. Ein Wurfspeer. Ja, ich weiß, dass ich überlastet bin. Rekruten, Centurio. Ja, die Centurio dann wohl, ne? Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen überlastet. Aber mein... Moment. Ach, Höhlenpilz. Ach ja. Gibt's ja auch noch. Aus Fallout 3 noch. So, Cowboy-Repetierer. Die waren aber auch, das ist aber auch jetzt wirklich belgisches Pech. Meine Güte. So, Edi, du darfst doch gerne mal die Rüstung mitnehmen. Matt? Ja, ich weiß, dass er die nicht tragen kann. Aber nimm sie doch trotzdem mal mit. Dann nimmst du halt die Waffen mit. Meine Güte. Der Cowboy-Repetierer und die Karawanenschrotflinte und 9mm Maschinenpistole. Und das ganze aufbereitete Wasser. Besser? Besser. Bist nicht du, wenn du überladen bist. Meine Güte. Das war aber auch vielleicht dumm. Gehe ich nochmal da zu dem Typen, leg den wahrscheinlich, denke ich mal, um. So wie es mir aussieht, ist das ein Feind. Aber uns geht es ja wieder prächtig. Von daher ist das ja quasi kein Problem. Wird. Ich glaube, ich komme gar nicht mehr dazu, noch welche selbst umzubringen. Er soll mich nicht stören. Ist denn nur eine Reparatur? Matt, Matt, Matt. Wo schießt du? Oh, auf die. Ich habe übrigens irgendwie... Huch. Gelesen, diese... Schakale. Ah, das sind ja jetzt Viper. Aber die anderen, die wir da mal beim Dingster Outpost getroffen haben, das sind Kannibalen. What? Was ist das denn jetzt? Hat das gehört? Aber ich glaube, die sind auch nicht viel besser von daher. Meine Güte.
Was ist da noch für ein Bauernhof? Da ist gleich eine Searchlight und links nicht gehen geht's nach Novak. Ja, schneller gerade wieder, was ich verkrüppelt bin. Nee, gar nicht. Mir geht's gut. Du bist hinter mir, das freut mich. Die Musik klingt ein bisschen wieder aus Eldorado. Ein Spiel, was ich extrem gerne Let's Play würde, aber nicht mehr habe. Ich hatte das mal aus irgendeiner Computerbild oder so. Das war irgendwie so eine Sammlung mit 20 Spielen, also könnte auch was komplett anderes gewesen sein, aber. Ja, was ist denn hier los? Warum liegt hier Munition rum, wenn ich nehmen darf? Was ist das hier überhaupt? Ein Bauernhof. Wolfhorn Ranch. Hallo? Ist hier wer? Ein Ofen. Ein Gecko-Kebab. Okay, ein Döner, der Durst wegmacht. Ist neu. Oh, 308 mm. Das ist nützlich, wenn ich die behalte. Weil das ist, Kleinkalibergewehr, erinnert mich doch an was. Das ist die Munition, die wir für Scharfschützengewehre brauchen. Was ist denn das? Warum ist hier eine freundliche Person? Und was ist hier überhaupt los? Und ist hier irgendwo noch Früchte? Das Ventil ist okay, ist mit White. Wer bist du? Prim hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Ach, Prospektor. Das hört schon das Flughafen, so wie es aussieht. Da will ich nicht hin. Wie sind wir da? Menschen, ganz viele Menschen. Ich gehe erstmal über die Brücke. Vielleicht sind die da ja auch. Das ist eine ganz blöde Brücke. Das sind solche, wie die, wenn man die schnell umfährt, dann können die extrem gefährlich werden, glaube ich. Okay. Aha, noch ein Brummi, noch ein Brummi. Ach, Händler! Brauchen Sie was? Ja, ich brauche was. Hier ist mein Sortiment. Okay. Kleinkalibergewehr. Wurfspeer. Ach komm, verkaufen wir auch die. Die Rüstung auch, würde ich sagen. Ameisennektar und dies und komm, das kann ich auch machen. Fleisch und Bohnen, sowas, das will ich eigentlich behalten. Heilpulver, Höhlenpilz. Ja, das nehme ich mal, mache ich mal auch mal weg. So, sonstige. Das und das und hier. Jetzt habe ich schon wieder nicht genügend Geld. Der hat nicht genügend Geld. Heißt, ich nehme den Stampack. So. Muni. So, noch mehr. Sonstige. Jagdrevolver, Powerfaust. Okay. Ich könnte jetzt aber das machen. So bin ich nicht. HD-Kette, was? Money. Mini-Atombombe, kleine Knirpse. Könnte die natürlich jetzt mitnehmen, aber ich nehme noch mal ein paar von diesen Granaten hier. So. So. Hi. Und was haben Hallo. Sie? Brauchen Sie was? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt noch irgendwas, was ich nicht brauche?
Gegenstände. Ich glaube nicht. Aber im IDI, ne? Genau. Noch ein paar Waffen. Hey, Frau. Hallo, brauchen Sie was? Ja, dein Geld. So und so und so. Gibt's mir. Ein Stimpack ist immer gut. Sonst die Sturmkarabiner. Habe ich alle nicht. Die Waffen ist das Ding. Ja. Mehr kann ich auch nicht gebrauchen. Söldner, Söldner. Fühle ich mich ja sicher. Ich könnte jetzt theoretisch, glaube ich, sogar mit der Gruppe rumlaufen. Was haben wir da? Ach, Legion. Legion. Was geht los? Da rein. Was? Bright-Anhänger? Hier? Hier? Caesar treu ergeben. Draußen? Naja, ich will ja für die RNK kämpfen, also darf ich auch gerne. Hallo? Mach doch nicht bitte mein... Wow. Burning on fire. Matt. Wurfspeere. Die sind so scheiße, ne? Tobi hat die immer genutzt, weiß ich. Na, reicht's schon? Noch nicht, noch nicht. Und die waren... Mess. Die waren immer so beschissen. Oh, eine Söldnerin ist tot. Naja, dürfen wir ja trotzdem die Sachen nehmen, ne? Die hat auch nur Laserpistole dabei. Ja, es ist jetzt aber auch, ja. Ja. Ich äußere mich nicht, okay? Aha, die wollten also auf den, du bist feige. Was soll das? Na los da. Ja, hat sie nichts gebracht, deinen Kopf zu fassen, würde ich sagen. Was? Das klang falsch. Meine Güte, haben die viel dabei, ja, den eine Sachen da wollte ich nicht mitnehmen. Habe ich ihn jetzt mitgenommen? Die Hülsen dürfen sie gerne haben und die mal so aus wie eine Machete, bräunlich. Ich ganz ehrlich. Ach, und wieder. Habe ich sowas nicht gerade schon aufgesammelt? Warte. Aber hey, Hallo, brauchen Sie was? Ja. Ich habe brandneue Waren. Nur für Sie. Nicht dieser Leiche gerade abgenommen. Aufbereitet das Wasser. Und erstmal machen wir das. Hier den Deal. Wurfspeere. Hat die denn noch sonst irgendwas, was ich gebrauchen könnte? 40. Ich weiß nicht, Plasma ist nicht so toll. Ist da noch eine zweite Händlerin? Ja, hier. Ach, der. Ja, ich erinnere mich. Muni. Ja, dann mache ich das hier. Dann kaufe ich die restlichen Impulsgranaten. Dann hat er wieder ein bisschen Geld. Da kann ich ihm ein paar schwere verkaufen. So.
Baseballschläger, Ahorn, nee. Weißt du, das Ding ist, ich könnte jetzt das natürlich wirklich mit der Powerforce machen, aber das wäre so scheiße. Das will ich fast schon spoilern. Andererseits kenne ich das Spiel. So. Ich hab das jetzt einfach gemacht. Einfach so, weil... Weil ich darf das. So. Jetzt hätte ja bestimmt auch irgendjemand gesagt, ja, warum hast du das nicht gekauft? Ja. Hä? Wieso habe ich denn jetzt diese Plasma-Dinger? Ich wollte doch nur Impuls haben. Das ist doch nicht mehr normal. Habe ich denn sonst noch irgendwas jetzt dabei, was ich nicht mehr brauche? Naja, das ganze Essen und so, aber... Meine Güte, was hier schon wieder los ist. So, also die Power Faust. Wie gesagt, das ist jetzt so eine Art Spoiler. Ist kein richtiger Spoiler für Story oder so, aber fürs Let's Play, weil ich habe immer so meine Vorstellung hier in Fallout. Da weiß ich, was man hat. Nein, da weiß ich, was man hat. Das ist ja, der Satzbau. Ist fast schon gut. Nein, da weiß ich. So ein paar Sachen, die echt... Schon wieder? Was steht denn hier so rum? Caesar hat ihren Tod befohlen und die Legion gehorcht. Machen Sie sich kampfbereit. Ja, okay. Meine Güte. Ja, nächste Folge. Na, also bis dann. Tschüss.